Was ist das Selbst? Das Selbst ist das, wenn wir alle Formen wegnehmen, wenn wir die Relativität hinter uns lassen, wenn wir keine Begrenzung mehr haben, wenn es keine Zeit und keinen Raum mehr gibt, wenn nichts mehr da ist, dann bleibt nur das Selbst. Und wenn wir das bei uns erfahren, dass wir alles wegtun von uns, dass wir der raumlose Raum sind, das heißt, sind keine Wände mehr da. Manche verstehen das besser als Raum, die Transzendenz oder das, was jenseits von den Formen ist. Wenn es keine Form mehr gibt, wenn es diesen Raum, diesen unendlichen Raum ohne Begrenzung da ist, und das können wir erfahren, wenn wir die Augen zumachen, wenn wir meditieren, wenn wir transzendieren, dann erfahren wir diesen unendlichen Raum. Und wir immer, wenn wir sagen, dass die reine Transzendenz ist das, dann ist es das nicht. Wenn jemand sagt, das Selbst oder die Transzendenz ist der Funke Gottes, dann ist es das nicht. Weil der Funke Gottes können wir gar nicht erfassen, weil es auch, der Funke selbst ist die Transzendenz. Wir drücken das als Funke aus oder als Seele, aber im Grunde genommen existiert der Funke, so wie wir uns das vorstellen, als Funke, begrenzt, gar nicht. Es gibt nur das allgegenwärtige, alles durchdringende Selbst. Und das sind wir. Das sind wir, wenn wir aus unseren Begrenzungen gekommen sind, wenn wir aus unserem Ego gekommen sind, wenn wir alles hinter uns gelassen haben, dann erfahren wir das Selbst. Aber wenn wir den höchsten Bewusstseinszustand erreicht haben, das heißt, wenn unser Nervensystem so weit verfeinert und gereinigt ist, dann erfahren wir das Selbst in den Formen. Die Essenz von den Formen ist das Selbst, die Transzendenz. Das ist wie mit den Wellen, die wir hier so ganz spärlich erkennen können, dass da sich das Selbst, also die tieferen Schicht des Wassers durch die Wellen jetzt ausdrückt. Und so ist es bei uns auch, wenn wir in diesem reinen Bewusstsein gegründet sind und denn denken und aktiv sind, dann sind unsere Gedanken wie die Wellen hier auf dem See, die sich bewegen durch den Wind, und alles, was wir machen und sprechen und so tun, denken, fühlen, drückt sich genauso aus wie die Wellen, die kommen und gehen. Aber da können wir nicht sagen, das ist das Selbst, obwohl die Essenz von dem Selbst ist überall. Sie ist allgegenwärtig und deshalb kann man auch sagen, in jeder Welle, in jeder Erscheinung, in jedem Gedanken, in jedem Sandkorn, in jeder Schneeflocke, in jedem Blatt, in jedem Haus, hier in der Kamera, überall ist das Selbst gegenwärtig, weil das Selbst keine Begrenzung hat und allgegenwärtig ist. Wenn wir sagen würden, eine Stelle im Universum, wo das Selbst nicht wäre, dann könnte man nicht sagen, dass das Selbst allgegenwärtig ist. Also das Selbst ist allgegenwärtig, so wie es in den Schriften, in den vedischen Schriften beschrieben wird und wie es auch jeder erfahren kann, wenn er die Formen transzendiert hat, wenn er all die Formen hinter sich gelassen hat und erkennt, und nur dann kann er erkennen, wer er selbst ist, und er ist das Selbst. Aus diesem Selbst
das kann man denn erfahren auch, entsteht alles. Und so kann man sagen, dass, wenn man das auf Gott bezieht, dass Gott in allen Formen enthalten ist. Und aber diese Form selbst, die wir kennen, das ist nicht als Gott zu sehen, aber die Essenz von jeder Form ist Gott. Und wenn wir uns dagegen sträuben, uns dagegen verhalten oder nichts damit zu tun haben wollen mit unserem Selbst, dann verleugnen wir uns selbst und dann können wir uns selbst nicht erkennen und uns nicht selbst erfahren. Erfahren in dem Sinne, es gibt so das Selbst, wenn es sich seiner selbst bewusst wird, dann ist Bewusstsein da, zwar unmanifestiert und keine Form, hat keine Form, aber das ist das, wo wir sagen, das transzendentale Bewusstsein, das können wir erfahren, das kann jeder erfahren. Und, aber dahinterliegend ist dieses Unbegrenzte, das ist auch unbegrenzt, alle Qualitäten, die ich gerade genannt hatte von der Transzendenz, die nicht erfahrbar ist, ist auch in dem transzendentalen Bewusstsein gleichermaßen enthalten, nur dass da die Form von einem Sound ist, aber formlos, ein Sound, der auch allgegenwärtig ist und die Stille, die Dynamik, die diesen Sound enthält, dass diese Dynamik, und so können wir sagen, dass aus diesem, was wir erfahren in der Transzendenz, in diesem transzendentalen Bewusstsein, dass daraus die gesamte Schöpfung entsteht. Und genauso wie aus dem Ozean die Welle entsteht, so sind alle Formen aus diesem reinen Bewusstsein gekommen. Und das erkennen wir, wenn wir im Einheitsbewusstsein sind, dass dieses, was daraus gekommen ist, aus diesem formlosen Selbst, aus der formlosen Transzendenz, die erfahrbar ist, da erkennen wir uns selbst und sagen dann, ja, das bin ich, das bist du, das sind wir. Auf zum Selbst, auf zu deiner wahren Natur. Deine wahre Natur ist das Selbst. Deine wahre Natur ist die reine Intelligenz. Deine wahre Natur ist die reine Liebe. Deine wahre Natur ist die reine glückliche Seligkeit. Sat Chit Ananda. Jai Gurudev.